Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS19 von der Holzer Map in der Grasernte 2.0. Wir fangen heute an, die anderen Wiesen, die wir haben, auch noch zu ernten. Und dafür haben wir uns, ihr seht das da hinten, haben wir uns den Lohner kommen lassen. Nämlich mit einem schönen Johnny Häcksler und einem schönen Grasschneider vorne vor. Und da werden wir mal gucken, ob das Ganze jetzt funktioniert. Ich werde mal hier mit meinem Ladewagen drunter fahren. Ich mach den mal aus. So, soll er mir das da mal reinschmeißen? Ich muss mal ganz kurz gucken. Wird wahrscheinlich gleich den schon erkennen. Ich muss mal eben kurz drehen, glaube ich. Haben wir gedacht, bei dem schönen Wetter nutzen wir die Gelegenheit, so wie bei uns die Landwirte vor Ort, und häckseln ein bisschen das Gras für die Biogasanlage. Ich wollte ja zuerst die Felder stehen lassen, die Wiesen, und die vielleicht anderweitig nutzen, aber es kommt einfach ein bisschen zu wenig Gras, meiner Meinung nach, zusammen. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, dass wir nochmal häckseln gehen. Und habe kurzerhand mir den Lohner kommen lassen. Und werden jetzt mal hier mit dem ein bisschen häckseln. Es war eine aufregende Version des Cosplay-Einstellens. Wenn ich das mal kurz an der Stelle einmerken darf, ich habe mir die, ja, neueste ist es mittlerweile wahrscheinlich auch nicht mehr, aber relativ neue Cursplay-Version drauf. Ich habe jetzt hier aktuell Cursplay-Version 601 211 Entwicklerversion. Und da ist das Ganze mit der Kursgenerierung ein bisschen anders. Wenn man aber weiß, wie es funktioniert, ist es sogar schöner. Finde ich. Ich würde ja jetzt mit euch gerne auf Curseplay ein bisschen eingehen. Allerdings hebe ich mir das auf, wenn ich die neueste Version von Curseplay mir runtergeladen habe. Und dann in der Ernte von unserem Getreidefeld bin. Dann werde ich euch das da einmal zeigen, wie das Ganze jetzt aussieht und wie das mittlerweile funktioniert. Und wir schauen jetzt mal, wie heißt er nochmal hier? Der Lohner? Oder in dem Falle die Lohnerin? Fragezeichen? Weiß ich gar nicht. Was er jetzt hier auf jeden Fall macht. Ich werde jetzt, wir haben ja jetzt, glaube ich, zwei oder drei Felder, die wir komplett machen können. Die werde ich jetzt mal komplett machen und dann werde ich mal gucken. Ich würde auch gerne die Wiesen, die hier keine Nummern haben. Es gibt ja hier einige Wiesen, die haben keine Nummern. Dementsprechend kann ich da ja so keinen Helfer draufschicken, weil das ja im Endeffekt keine Feldnummerierung hat, die ich auswählen kann bei Curseplay. Da will ich mal gucken, dass ich Curseplay da vielleicht noch sag, hey, pass mal auf, ich habe hier noch, wie sieht's aus? Hm, was ist da los? Wieso füllst du jetzt nicht mehr rein? Hallo? Bleibst du stehen? 80% voll? Okay, muss ich mal ausprobieren. Hey, werde ich gerne mal ausprobieren, wenn ich abgetankt habe. Ich fahre mal eben kurz wegbringen. Was ich aber auf jeden Fall noch anmerken kann, ist, der Lohner ist das letzte Stück. Der kommt vom Milchviehbetrieb oben, wo wir letztens die Gülle geholt haben. Der ist von da hier rüber gefahren. War ein sehr schöner Akt. Er hat eigentlich nicht damit gerechnet, dass die Straße auf einmal so eng wird. Ich musste ihn dann quasi ein bisschen umlotsen, weil er hat da seinen Anhänger stehen lassen für das Mähwerk vorne. Er dachte sich so, ach komm, die 2 Meter, ich meine, gefühlt mehr ist es ja auch nicht. Die 2 Meter fahre ich so, ohne dass ich das Ganze jetzt abkoppel, umpack, wie auch immer. Ja, die Quittung hat er gekriegt, weil ihr seht das hier, hier mit durch. Da musste er nämlich schön über den Hof rüber. Nicht den Horn! Musste er schön über den Hof rüber. Und hat, ich sag mal so, er war ein bisschen am Fluchen. Was mir persönlich jetzt natürlich nicht ganz so, mich nicht ganz so stört. Ich habe übrigens hier auch mal umgekoppelt. Der Case ist ein bisschen tricky, was die BGA angeht, ist mir aufgefallen. Also der mag das mit den Hügelchen überhaupt nicht. Deswegen habe ich mal den Johnny vorgehangen und nehme den Case im Moment zum Verdichten. Nicht, dass ihr euch wundert. Was ich noch anmerken wollte, was ich wohl demnächst noch zulegen werde, wo ich schon mit der örtlichen Stadtverwaltung beziehungsweise mit meinem sehr guten und allseits beliebten Bürgermeister hier
besprochen habe, ist, ich werde mir wohl eine Baugenehmigung noch zulegen für eine Kalkgewinnungsanlage. Denn das Wasser hier bei uns ist sehr kalkhaltig, also wirklich, das ist extrem. Also kannst eigentlich eine Kaffeemaschine gefühlt alle 2 Wochen entkalken. Und dann hast du vielleicht mit Glück die 2 Wochen gut, dass der Kaffee gut durchläuft. Meistens musst du es sogar öfter machen. Und da ist mir die Idee gekommen, dass ich ja meinen Kalk, den ich mir ja immer noch zulegen muss, dass ich mir den ja auch genauso gut selbst produzieren kann. Dann habe ich das, was ich haben möchte. Habe gleichzeitig auch noch entkalktes Wasser für die Felder etc. Was eigentlich auch nicht so schlecht ist. Ich hätte mir überlegt, vielleicht das Ganze hier hinten irgendwie mir hinzustellen. Hier ist ja die Wiese. Sodass wir dann quasi die Gewächshäuser vielleicht anschließen können, dass die gleich das Frischwasser bekommen. Das entkalkte Wasser ist für die Pflanzen vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt. Habe ich mit dem Bürgermeister schon geschnackt. Der sagte, ist tendenziell überhaupt kein Problem, eine Baugenehmigung zu kriegen. Wundert mich eigentlich, weil letztens hat er noch so ganz großkotzig gesagt, da muss man immer noch drüber reden. Aber ich meine, es war ja, ne? Also ich meine, sind wir mal ehrlich, Kommunalwahl steht bald an. Der gute Herr möchte natürlich wiedergewählt werden, ne? Und habe ich jetzt ein bisschen mit ihm geschnackt. Und er sagte wohl, er wird mir wohl innerhalb der nächsten paar Tage wohl eine Baugenehmigung vielleicht mal zukommen lassen. Und vielleicht steht die auch hier hin. Hier wäre eigentlich auch nicht schlimm. Ah ne, das ist ja das Fußballfeld. Obwohl, ist mir doch egal, ob das das Fußballfeld der Jungs ist. Da kann man es gut hinstellen. Mal gucken. Und dann lasse ich es vielleicht mal anfangen zu bauen oder vielleicht lasse ich es mir auch schon hinliefern. Ich weiß gar nicht, das ist gar nicht viel. Das ist ein Turm, ein Tank und ein Gebäude, wo das verarbeitet wird. Das kann man eigentlich relativ zügig bauen lassen. Und dann haben wir den Vorteil, dass wir unseren eigenen Kalk haben. Unsere eigene Kalkproduktion. Und wir dementsprechend nicht mehr von diesem komischen Manfred abhängig sind. Von Manni, dass der uns das Zeug bringt. Sondern wir können es selbst produzieren. Feine Sache. Werde ich mal schauen, wo ich es hinstelle. Jetzt erstmal wichtig, dass wir den Restgras hier gehäckselt bekommen. Wie gesagt, Grasernte 2.0. Ich weiß, wir müssen dringend aus dem Gras raus. Wir werden demnächst ein bisschen Kalk, Mist, Gülle, Ernten, Gruppern, Pflügen. Ja, die anderen arbeiten, ne? Kommen bald. So. Ah, jetzt kann ich aber... Ah, Gottes Willen. Tja. Geht's bei dir noch? Hat der denn hier einen Führerschein gemacht? Alles fit bei dir? Kranker Scheiße. Er muss auch noch aufpassen, wo du hinfährst. Kriegst am Ende noch hier voll einen reingedrückt. Weißt du, kommt der Lohner an und sagt, du, das kostet auf einmal nicht mehr 5.000 Euro. Da kannst du jetzt mal eben 50.000 Euro loswerden. Weil du bist ja noch in meinen Häcksler gefahren. Nee. Freund der Sonne, so fangen wir gar nicht erst an. Achso, ein 8.800 i würde mir ja auch gefallen, ne? Also wenn ich die Fläche hätte, ne? Wenn ich jetzt nur hier die ganze Zeit permanent Gras machen würde, häckseln würde, etc., etc., glaube, da würde ich mir so ein Ding hier zulegen, so einen schönen großen John Deere. Und den können immer schön den Nachbarn ausleihen. Ne? Also quasi einen kleinen Lohnbetrieb mitmachen, wenn ich ihn selbst nicht brauche. Ich meine, wie oft braucht man einen Häcksler im Jahr? Sind wir mal ehrlich. Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, wie oft ihr, wenn ihr einen Häcksler habt, den im Jahr braucht. Selber. Jetzt, wir reden jetzt nicht von Ausleihen. Ausleihen als Lohner ist was ganz anderes. Da ist er ja in der Erntezeit fast täglich im Einsatz. Wenn nicht, läuft eigentlich was schief oder ist kaputt. Aber ansonsten, wann braucht man einen Häcksler? Wenn man jetzt selber nutzt. Und nicht gerade, ne? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Da unten. Dafür ist die Funktion ja da. Also ich guck mal ganz kurz. Ich fahre ein Stück weiter. Ich fahre so ein bisschen vor ihm. Hast du das Gefühl, dass der nicht weitergeladen hat, gerade eben, weil ich zu weit weg war. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Und? Ja, zu weit weg. Ein Stück weiter. So, ich kann aber nicht so weit vor dem fahren.
Ja gut, ich muss den Ladewagen demnächst wohl mal austauschen, würde ich sagen. Also, zumindest sollte ich ihn zum Häckseln austauschen. Egal, komm. Komm, bleib stehen. Ich komme gleich wieder. Also, ich will... Der passt hier perfekt auf den Hof. Ich will ihn an sich nicht austauschen. Aber ich sollte mir vielleicht noch irgendwie zum Häckseln was anderes zulegen. Wobei, wir könnten... Chickwings. Wir könnten... Muss ich kurz überlegen. Vielleicht habe ich eine Idee. Vielleicht habe ich eine Idee. Vielleicht setze ich die gleich noch eben um. Haben wir noch die... Ja, das... Oh, das ist perfekt. Es ist 11.41 Uhr. Hm. Ich plane da etwas nicht ganz Legales. Ich hoffe, ihr verpetzt mich nicht. So. Okay. Habe ich die Hecke jetzt ernsthaft so gesetzt, dass da jetzt eine Collie ist? Nee. So. Doch, habe ich. Und zwar genau da vorne in der Ecke. So. Ich plane da etwas nicht ganz Legales. Also, wer von euch nicht an einer etwas unlegalen Sache teilhaben möchte, wer da nicht daran teilhaben möchte, dem lege ich nahe, vielleicht gleich nicht zuzuschauen. Also, zumindest bis zu dem Punkt, wo ich sage, ab jetzt solltet ihr da nicht mehr zuschauen. Ich habe da einen Plan und den werde ich mal umsetzen. So, dazu muss ich allerdings meinen Ladewagen mal kurz loswerden. Und mich dann mal ganz, ganz geschwind die Straße runter bewegen. So, pass mal auf, wir stellen den Ladewagen mal. Achso, jetzt hätte ich mal ganz kurz den Drescher anrufen müssen, ne? Den Häcksler, dass ich gleich wieder da bin. Ja, hätte man gekonnt. So, wir lassen den mal hier stehen. Steht er nicht im Weg, den brauche ich noch. Hallo? Koppelst du mal bitte? Wieso koppelst du denn? So, so, so. Okay. So. Ich verrate euch nicht, was ich vorhab. Na, wie gesagt, sonst wisst ihr das ja. Ne? So könnt ihr sagen, bis zu dem Zeitpunkt wusstet ihr davon nichts und dann hattet ihr auch ausgemacht, habt ihr nichts mehr gesehen. Also von daher. Bin die ganze Zeit überlegen, rufe ich den Drescher vor? Wird er sich denken, wo ich bleibe? Eigentlich nicht, oder? Vielleicht hänge ich auch gerade irgendwo fest. Ja, ich beeile mich mal. Ich guck mal, dass ich hier schnell hinkomme. Ich schaffe das noch rechtzeitig. Hier, siehst du, hier hat er nämlich seinen Anhänger stehen lassen. Ich frage mich aber, auf welcher Wiese er hier war. Hier ist überhaupt... Hier ist doch alles noch nicht gemacht. Vielleicht hat er auch getrunken, der Fahrer. Und ist deswegen so komisch am Fahren. So. Schnell, schnell. Das dürft ihr auf jeden Fall keinem erzählen. Ne? Also wer von euch gleich weiterhin zuschaut, ihr dürft es nicht erzählen. Ich verlasse mich da auf euch. Ne? Schweigegeld ist eine Kartoffel bei der Kartoffelernte. Sollte es eine große Kartoffel sein, dann nur eine halbe. Ne? Aber bitte nicht verraten. So. Also ab diesem Punkt würde ich für die Leute, die an einer illegalen Handlung nicht teilhaben wollen, würde ich sagen, ausmachen. Weil das sollt ihr jetzt nicht sehen. So. Guck mal ganz kurz in die andere Richtung. So, für alle, die noch da sind. Wir werden uns jetzt zu dem Müller begeben. Und hoffen, dass da noch der Mengele steht. Ihr wisst, der Tandem. Der Tandem mit dem Holzaufbau. Und den werde ich mir jetzt krallen, weil der Müller, ne, ihr wisst, es ist 11.52 Uhr, der ist nicht mehr da. Der hat sich ja in die Mittagspause verabschiedet. Und dementsprechend, da steht er, dementsprechend kann ich einfach jetzt hingehen. Ist ja keiner da. Sein Auto steht nicht da, nix da. Fahr jetzt hier mal hin und klau ihm mal den Anhänger. Borg ihn mir eh auf Lebenszeit aus.
So. Nehmen wir den zum Hexen. Also wie gesagt, ihr seid jetzt gerade mit dabei. Bei dem... Ja. Wir borgen uns. Wir begehen ja keine Straftat, weil ich meine, es war ja, wir sind ja nirgendwo eingebrochen, das Tor war offen. Ihr habt es gesehen, wir sind reingefahren. Ihr seid Zeugen. Und dementsprechend haben wir es uns ausgeliehen. Ja, macht doch mit dem vielleicht deutlich mehr Sinn. Der hat zwar keine Plan, aber der hat diesen coolen Holzaufbau. Ich mag das irgendwie. Könnte man ja eigentlich mal behalten, oder? Passt auf jeden Fall optisch, bis auf die Reifen, zu unserem anderen Mängel. Ne? Und vielleicht geht da ja jetzt auch mehr rein. Müssen wir mal gucken. So. Wenn das nicht so ein weiter Weg wäre, ne? Der Hexterfahrer, ich bin ja schon 10 Minuten weg, der fragt sich bestimmt schon, wo ich bleibe. Beziehungsweise mit Hin- oder Rückfahrt 15 Minuten. Ja. Na, ich brauche noch locker 5 bis 10 Minuten. Da müssen wir auf jeden Fall beeilen. Dann fahren wir jetzt mal. So. Na komm, alte Minna, du schaffst den Hügel noch locker. So, dann müssen wir gucken, wie das einmal ist, wenn der mal mit zweien fährt. So. Diesel sieht noch gut aus. Wobei, bei den aktuellen Preisen will ich auch gar nicht tanken. Zumindest hier bei uns nicht. So. Auf. Das ist auf jeden Fall... Also, ich bin gespannt. Ist jetzt kein klassischer Häckselanhänger natürlich. Aber... Ich bin auch kein klassischer Landwirt. So. Ja, das wäre noch eine Maßnahme. Wenn das jetzt funktioniert, wenn der den voll macht, dann kann ich nämlich den hier immer zum Aufsammeln und zum Frischgras mähen etc. und nimm den ausgeliehenen zum Häckseln. Ich meine, so viel häckseln wir ja auch nicht, sind wir ehrlich. Aber dann haben wir wenigstens das soll. Gucken wir mal. Müsste der ja noch. Ja, ich muss einmal rum, verdammt. Ich will hier nicht durch mein noch nicht gemähtes fahren. So. Man könnte natürlich jetzt ausprobieren, ob das Ganze mit dem Helfer funktioniert, ob der den voll macht. Das habe ich natürlich noch nicht ausprobiert, klar. So. Hallöchen, ich war gar nicht lange weg. Nein. Oh, er füllt auf jeden Fall mal rein. Der war doch dafür auch gedacht. Guck dir mal das mit dem Holzaufbau an. Das passt perfekt zum Häcksler. Kann mir doch keiner erzählen. So, was machst du jetzt für eine Kurve? Wieder so eine komische abgehakte? Dann zieh ich dich da aus deinem Gerät. Also ist besser. So, liebe Lüt, ich würde aber sagen, dass wir hier mal ein bisschen weiterfahren und für euch soll es das auf jeden Fall für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Da wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut und sagt, bis zum nächsten Mal.